das Herz läutern, heilen, mit Licht und Liebe durchströmen lassen. Ich bin Jana Peters und heiße dich herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und lade dich herzlich ein, sich zu entspannen und auf diese Reise einzulassen. Setze oder lege sich bequem auf einen Sessel oder eine Unterlage. Hole tief Luft und finde beim Ausatmen deine Mitte. Sage dir bei jedem Ausatmen Liebe, bei jedem Einatmen Licht und fühle dich wirklich entspannt und wundervoll in dir selbst geruht. Spüre das Äußere deines Herzens. Ist es glatt und gesund oder eher rau, angeschlagen, voller Narben, gebrochen oder in anderer Weise verletzt? Spüre in das Innere deines Herzens. Ist es von Liebe und Licht erfüllt? Oder ist es voller Verletzungen, Ärger und Eifersucht? Sind dort alte, ungelöste Probleme verborgen, die auf Heilung warten? Lade nun die Engel der Heilung ein, dein Herz zu heilen, und spüre sie, wie viele Engel zu dir zu Hilfe kommen. Öffne sich ganz der Heilung durch die Engel, die die Wunden schließen und den Schmerz auflösen. Visualisiere, wie die Engel dein Herz umarmen und ganz behutsam herausnehmen und es zu einem wunderschönen Wasserfall tragen. Während die Engel unter den glitzernden Strahlen dein Herz halten, spüre und beobachte die Engel. Beobachte, wie alte Verletzungen fortgespült werden. Die Engel tragen jetzt dein Herz hinauf zum göttlichen Quell, wo es gesegnet wird. Entspanne sich und sei ganz empfänglich und offen für alles, was geschehen könnte. Öffne dich, damit die Engel das gereinigte und gesegnete Herz wieder in dein Körper einsetzen können.
fühle, wie die Engel dein Aura streichen, um dich wieder zu versiegeln. Bedanke dich bei den Engeln und göttliche Führung für alles, was du bekommen hast. Atme entspannt weiter, ruhe in dir und lass die heutige Botschaft der Engel auf dich nun wirken. Bitte atme mit deinem Herzen. Öffne es immer mehr. Empfange Licht und Liebe mit jedem Atemzug und atme Licht und Liebe mit jedem Atemzug aus. Spüre in hier und jetzt, wie alles auf dieser Welt mit Licht und Liebe durchflutet ist. Alles, was um dich herum ist, wird von dem unendlichen Licht und der Liebe durchströmt. Es gibt nichts weiter als Licht und Liebe. Lass diese Energien jetzt durch dich fließen, durch all deine Systeme, durch all deine Zellen, Körperteile, Chakren und Kanäle. Lass dich immer mehr mit Licht und Liebe in jeder Zelle ausfüllen. Stelle dir vor, dass dein ganzes System damit atmet. Alle Körperteile, alle Zellen, alle Organe und Gewebe. Atme nur mit Licht und Liebe. Atme Licht und Liebe ein und Licht und Liebe aus. Atme und sei Licht und Liebe. Löse alle Energien in dir auf, die nicht Licht und Liebe sind. Es gibt nur eine Bestimmung auf Erden, Licht und Liebe zu empfangen, Licht und Liebe zu sein, Licht und Liebe zu atmen, Licht und Liebe in sich zu tragen und weiterzugeben. Liebe liegt in der Luft. Fühle ihre Wärme, die Freude und die Freiheit, die sie begleitet. Liebe ist ein innerer Seinszustand. Man muss nicht über sie reden, denn sie drückt sich auf tausenderlei Arten aus. Einen Blick, eine Berührung, eine Tat. Die Liebe ist überall. Und du darfst ihrer bewusst sein, um sie voll und ganz zu schätzen.
Die Luft, die du atmest, ist überall. Du nimmst sie als ganz selbstverständlich hin, es sei denn, du hältst inne und wirst dir ihrer und der Tatsache bewusst, dass sie dich am Leben erhält. Nimm nichts als selbstverständlich hin, denn wenn du das tust, nimmt es dem Leben aller Freude und allen Glanz. Die Anfänge der Liebe sind klein, dann wächst und gedeiht sie. Wenn ihr einander wahrhaft liebt, dann glaubt und vertraut ihr einander. Lass diese Liebe fließen und sorge dafür, dass nichts ihr im Weg steht. Lass die göttliche Liebe alles durchströmen und erfahre jenen Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Es ist Zeit, sich für alles bei den Engeln zu bedanken, für alles, was du bekommen hast. Fühle nochmal, wie die Engel dein Aura streicheln und nun alles versiegelt haben, was in dich hineingeströmt ist. Beende langsam diese Reise. Beginne langsam, deine Hände und Füße zu bewegen. Öffne deine Augen und konzentriere dich an diesem Tag nur auf liebevolle Gedanken und auf Licht und Liebe beim Ein- und Ausatmen. Deine Jana Peters, die Hüterin deines Lichtes in dir.